Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video erkläre ich euch, wie E-Castings funktionieren. Ja, Leute, der eine oder andere war vielleicht schon bei einem Live-Casting und hat auch schon mal ein E-Casting gemacht. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das erkläre ich jetzt hier in diesem Video. E-Castings, ja, was sind das eigentlich oder warum wird das überhaupt gemacht? E-Castings werden gemacht, A, aus Kostengründen, wenn zum Beispiel ein bestimmtes Gesicht zum Beispiel für die Nivea-Werbung gesucht wird. Ja? Und man möchte nicht nur in Berlin casten, bei einem Live-Casting, sondern man möchte deutschlandweit casten. Dann macht man das halt so, dass verschiedene E-Castings rausgeschickt werden an Modelagenturen. Die leiten das dann wieder weiter an ihre Models. Und dann haben die Models die Möglichkeit, ein Video aufzunehmen und dort das Casting, was eigentlich in Berlin live stattfindet, per Videokamera zu machen und es dann im Prinzip den Kunden bzw. der Modelagentur rüber zu schicken. Somit hat der Kunde natürlich die Möglichkeit, nicht nur live vor Ort in Berlin zu casten, sondern im Prinzip deutschlandweit oder auch weltweit. Und das ist vor allem natürlich aus Kostengründen, ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt nur in Berlin castet, aber möchte auch noch in Hamburg, München und überall casten, man muss Castingräume anmieten, man muss Zeit, Geld investieren und aus diesem Grund gibt es E-Castings. Zusätzlich sind E-Castings natürlich viel, viel einfacher als Live-Castings. Ja, also wenn man alles per E-Casting machen würde, ja, das wäre echt cool. In Deutschland, muss man sagen, sind E-Castings auch weit verbreitet. Ja, also es finden sehr, sehr viele E-Castings in Deutschland statt. Wenn man als Model im Ausland ist, dann weiß man, dass E-Castings eher Mangelware sind. Also im Ausland werden dann doch schon öfter die Live-Castings vorgezogen. Und E-Castings fallen da leider Gottes einfach raus. Oftmals auch aus dem Grund, weil die Kosten natürlich im Ausland auch geringer sind als die Kosten in Deutschland für ein Live-Casting. So, wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich überhaupt? Ein E-Casting funktioniert meistens immer folgendermaßen. Als erstes muss man sich vorstellen. Ja? Dann sagt man, hi, mein Name ist Max Meyer, ich bin 29 Jahre alt, wohne in Berlin. Dann erklärt man meistens noch, ob man irgendwie Konkurrenzprodukte beworben hat. Ich habe jetzt gerade aktuell zum Beispiel ein E-Casting für Philips, für einen Philips-Rasierer. Ja? Da sagt man, hey, nein, ich habe noch keinen TV-Spot gedreht für einen Philips-Rasierer, habe keine Werbung on air und wäre für den Termin verfügbar. Dann zeigt man noch seine Hände, macht diesen hier. Genau. Und dann dreht man sich noch in seine Profile rein. So. That's it. Das ist Step Nummer 1 für das E-Casting. Step Nummer 2 ist, man muss den Casting Sheet ausfüllen. Da kriegt man im Prinzip so ein Casting Sheet, wo nochmal drin steht, okay, wann der Termin ist, ob man auch verfügbar ist, Größe, Haarfarbe, man muss seine Nummer angeben, seine Kontaktdaten etc. unterschreiben das Ganze und einscannen. So, das sind im Prinzip die zwei Main Steps. Dann gibt es noch Step Nummer 3. Der möglicherweise mit dazu gehört, möglicherweise auch nicht, kommt ganz auf das E-Casting drauf an. Jetzt bei mir war es zum Beispiel so, bei dem Philips-Rasierer, wo sie mich gecastet haben, da wollten die im Prinzip nochmal ein extra Video haben, wie man den Philips-Rasierer im Prinzip benutzt, beziehungsweise wie man sich anstellt vor der Kamera. Weil die möchten natürlich wissen, hey, hast du schon Erfahrung vor der Kamera? Läuft das dann auch mit dir bei einem TV-Spot oder nicht? Und aus dem Grund, ja, müsste man dann vielleicht nochmal im Step Nummer 3 ein extra Video machen und das Casting-Video von mir für einen Rasierer, das blende ich jetzt einfach mal kurz ein, damit ihr wisst, wie das Ganze aussehen könnte. So Leute, und alle fragen mich immer, Daniel, was verdient man als Model? Wie viel Cash kriegt man? Money, 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 money. So, da erkläre ich euch mal ein ganz einfaches Beispiel. Für einen TV-Spot, ja, wo man zum Beispiel einen Drehtag hat, keine Sprechrolle, sondern muss nur was machen. Ein Jahr für Dach, Dach bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, ein Drehtag, Buyouts für ein Jahr, Deutschland, Österreich, Schweiz, Tagesgage 1.000 Euro, Buyouts 450%,
Also 4.500 Euro nochmal drauf. Man bekommt sozusagen für den Werbespot dann 5.500 Euro. Ein einfaches Beispiel, oder? So, also das mal nur so am Rande, weil viele Leute es immer fragen und es gerne wissen wollen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Schaut mal in meine Playlist rein. Ansonsten gibt es meinen Videokurs zum Thema Model werden. Wenn du auch ein Model werden möchtest, dann schau in die Infobox. Meine Freunde und ich haben in einem Videokurs wirklich alles erklärt zum Thema Model werden, erklären ausführlich auch nochmal das Thema E-Casting, Live-Casting, Modelbewerbung, alles Mögliche. Ja? Also wenn du wirklich darüber nachdenkst, Model werden zu wollen, dann check mal unseren Videokurs aus. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Und falls ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich drüber. Bis dahin, macht's gut. Euer Daniel. Peace out.